Hallöchen Leute und willkommen hier zurück bei der Comic Plays Star Ocean. So, ich bin einmal den ganzen Weg nach Iosis, glaube ich, die Stadt vorher halt, zurückgelaufen. Und habe mit Marvel Replication angewendet. Dafür brauchen wir eine magische Kamera und magischen Film. Und dann können wir im besten Fall halt Sachen kopieren. Ich sag im besten Fall, weil im Endeffekt läuft das darauf hinaus, ich benutze es und entweder klappt es oder es klappt nicht. Und das Ganze habe ich gemacht mit den Emerald-Ringen. Jetzt hat jeder Charakter einen Emerald-Ring. Ist das nicht schön? Ja, natürlich, ich meine, ich könnte auch mehr machen, aber im Prinzip brauchen wir natürlich nur vier, weil vier Charaktere sind aktiv im Kampf drin. Und ja, ist eine tolle Sache. Außerdem natürlich hier wieder weiter Skills gelernt, wobei ich da jetzt nicht ins komplette Detail gehen werde. Einfach reingeknallt, ne? Hauptsache drin. So, und jetzt können wir uns um das kümmern, was wir eigentlich machen sollten. Nämlich in diese super tolle Uselkammer da unten reingehen und uns da so ein bisschen rumprügeln. Ah, du meintest die Tür. Okay, fein. Mir doch egal. Ich gehe in jede Tür rein, die wir hier haben. Jede. Wusstet ihr schon, dass ihr eure Verteidigung nicht runterlassen solltet und so? Ist quasi wie Hosen. Ja? Hosen oben lassen, Verteidigung auch. Und dann ist alles gut, dann kann man kämpfen gehen. Ein Diamant, ja nice. Oh. Amulett der Flexibilität. Damit ist man dann besser im damit bin ich dann schneller? Oh, schützt vor Versteinerung. Macht Sinn, wenn meine Gelenke gelenkig bleiben, dann nichts mit Stein. Oder so. Das ist die Erklärung, die ich mir jetzt damit zurechtlege. Ah, da haben wir gerade mal richtig schön gesehen, das war Godspeed. Godspeed aktiviert sich völlig random. Aber wenn es sich aktiviert, zack, ist man beim Gegner. Technisch gesehen kann es sich bei jedem Schlag aktivieren. Dasselbe gilt für die Power Blast Techniken und so weiter und so fort. Also, ja, macht Spaß. Wenn es sich aktiviert. Wow. Es war eine gute Wahl, den Charakteren jetzt mal so langsam zu sagen, ey, du darfst Techniken einsetzen. Da wir, wie gesagt, jederzeit einen Adler schicken können. Ich wollte noch die andere Seite angucken. Da wir jederzeit einen Adler schicken können, ist das alles sehr, sehr entspannt für uns jetzt. Schwarzbeeren und so, pff, kein Problem, kaufe ich mir halt welche. Ja, wie gesagt, sie sind ein bisschen teurer, als sie normalerweise wären. Aber das interessiert ja keinen. Also, quasi keinen, weil Traktorstrahl, Fixcloud. Okay. Weil wir, wie gesagt, einfach die Sachen holen können. So, und jetzt können wir direkt einfach gucken, was haben wir da gerade gefunden. Appraise es mal, meine Gute. Es ist ein Beutel! Ich liebe es, wenn es nicht klappt. Das ist so dämlich. Es ist ein Beutel! Ja. Oh, come on! Da hat man den Skill schon auf Level 7 und es ist im Prinzip. Oh mein Gott, ernsthaft? Ilia! Oh Mann. Ernsthaft. Ah. Resurrection Mist.
quasi die bessere Variante eines Wiederbelebungs-Items. Naja, damit leben. Hier. Weiterer Weg. Hier. Bin ich mit Down, können wir machen. Alle auslaufen. Kann die sich in Blobs verwandeln, wenn ich sie verprügle, müssen das ja irgendwie Doppelgänger sein, Schatten, irgendwie sowas. Kein Problem. Gut. Gutes Team. Nehmen wir mal, wenn ich hier runtergehe. Zu also der Tür, wunderbar. Don't let your guard down. Don't make this harder than it has to be. Naja, dafür, dass wir, ich sag mal, vor wenigen Momenten, in Anführungszeichen, also quasi im letzten Part, oder eigentlich noch vor dem letzten Part, da war ich wirklich in dieser Situation, dass mich fast jeder Kampf umgebracht hat, durch Training und Enlightenment und witzigerweise oder traurigerweise auch so. Da bin ich schon ganz froh, dass das jetzt doch gut über die Bühne geht mittlerweile. Wo das Licht ist, das Schatten, ja, das macht Sinn, ja. Das ist eine Tatsache. Aber das soll ein Rätsel darstellen. Also, ne, falls jetzt jemand fragt, ja, was soll mir das jetzt sagen? Ja, es ist ein Rätsel. Ne, Ungünstiger Kampf, weil wir natürlich wieder eingekesselt sind von allem und jedem. Aber da macht sich das dann halt bezahlt, ne? Da macht sich bezahlt, dass wir mit Millie die Heilerin dabei haben. Da macht es sich bezahlt, dass Ashley mit seinem Phoenix-Ding da diese ganze Umkreissache drauf hat. Also das ist schon nicht schlecht. Wir könnten eigentlich mal gucken. Wochen, Orchester, Eden. Das ist wirklich so ein Ding. Ich habe sehr lange, ich weiß nicht warum, aber ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was Kontraband sein soll. Body Town Aesthetic. Yay. Ich weiß wirklich nicht, was es an dem Wort für mich so schwer gemacht hat, aber irgendwie habe ich mich immer gefragt, was zum Teufel soll das sein? Aber naja. Ah ja, noch ein bisschen mehr Stärke, klar, warum nicht? Wie sieht's bei dir aus? Customization ist auch ganz gut. Aber du musst es halt auch komplett gelernt haben. Und Aesthetic. Hm? Oh nein, Aesthetic Design. Na egal. Wo ist es denn überhaupt? Verschmieden, genau. Ah, oh wow. Ah ja, okay, das ist dieses wunderschöne mit, wo alles steigt. Ja, das macht Sinn. Hier, du hast gerade relativ viel lernen das mal. Und bei Millie sorgen wir jetzt erstmal ein bisschen dafür, dass sie definitiv immer sehr schnell zaubern kann. Deswegen ein bisschen da rein. Weniger Untersprechungen. Sowieso schneller zaubern. Und es wäre auch nicht verkehrt, wenn sie dann wieder ausweichen würde. So. Klingt halt mega dumm, aber die Sache ist halt, ne? Sicher ist sicher und so weiter und so fort. Mehr MP. Warum nicht? Ja, man merkt, jetzt ist so die Zeit gekommen, bei denen man. Oh, gut, dass ich eine dabei habe. Immer noch. Zack, Bumpeng. Gib mir.
In der Brill. Irgendein Mineral. Ich muss mir Brillen kaufen, aber. Naja. Ja, nachdem wir jetzt wirklich. Wir haben ja wirklich lange immer SP angespart, damit man bloß am wenigsten MP ausgeben. MP sag ich jetzt schon wieder, SP ausgeben muss und so weiter und so fort. Jetzt ist echt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir sagen können, ja, das will ich haben und das da will ich haben und das da will ich haben. Das ist schon schön. Das macht Spaß, das macht Laune. Behind us! Oh nein. Das macht so einen Spaß. Wenn man einmal weggeputzt wird, weil man nicht schnell genug bei den Gegnern ankommt. Würde ich die da angreifen? Danke. Magie, Segen und Fluch. Das halt nicht. Machen wir die kalt. Dann hoffentlich irgendwann mal einer von euch. Irgendwann! Ja, die eine hat ihn ja platt gemacht, sehr schön. Und die zweite verflüssigt sich auch gerade. Ja, mittlerweile kann Millie ganz gut heilen, also. Der wahre Pfad liegt im Schatten. Achso. Das heißt. Mal gucken, das wäre dann. Was? Ne, Quatsch. Oder doch? Also entweder war es so rum oder ich verstehe das Rätsel gerade andersrum. Aber auch nicht weiter schlimm. Eine rechte Seite. Aber ich glaube, ich verstehe es gerade einfach nur falsch rum. Aber es ist erstmal egal. Nein, ich hab's richtig rum verstanden. Yeah! Na, also, da wo Licht ist, ist auch Schatten oder andersrum. Da wo Schatten ist, ist auch Licht. Dementsprechend einfach die Schalter umlegen, die dir das Ding da sagt. Aber, oder einfach meinem Guide folgen. Wenn man eh jetzt in diesem Video ist und sich das anhört, dann einfach meiner nervigen Stimme folgen, das machen, was ich da mache und dann passt das. Ganz einfach. Ja, warum nicht? So lange im Regenbogen Diamanten tragen. How many years has it been since a human last strolled by? Where are you? Where do you think? I'm right here. This isn't over yet. When did they? Oh mein Gott. Dieses eingekesselt werden ist echt uncool. Aber naja. In dem Moment, wo diese Gartenzwerge weg sind, ist alles kein Problem mehr. Lauch. Ich will helfen! Ja, dann halt so. Joa. Ich komme sonst nicht mal an den Gegner ran, also. Ah. Ja, dann doch wieder. Oh, nein. Nein, lauf dich weg!
Du Feigling! Du feiger Vogel! Chicken Shish Kebab. Wow. Direkt den Gegner in einen Shish Kebab umgewandelt. Warum nicht? That must have been the master of the dungeon. Come on, let's make a break for the exit. So schnell werde ich dich. Um halt immer direkt den Turm wieder hochzumachen. Egal. Was, Berner? Hui. Ah ja, das war quasi jetzt schon mal der gesamte Dungeon. Das war alles. Oh wow, paralysiert, das ist... Also ich glaube, das ist Paralyse oder so. Bitte zufällig mal irgendjemand hier... Wow. Was auch immer das jetzt wieder war. Lass mal sehen. Ist das ätzend? Ist das ätzend? Oh mein Gott! Ich habe keinen Bock, jetzt gegen Gartenzwerge zu verlieren. Das ist doch nicht euer Ernst. Nicht am Anfang. Nicht am Ende. Wow. Oh mein Gott. Alter Falter. Lässt man den einmal ihren Willen, ne? Puh. Ich weiß nicht, was es wirklich diesmal ist. Ich habe es nicht so, wage ich es zu sagen, so schwer in Erinnerung. Aber okay, alles will mich tot sehen. Warum auch immer. Ernsthaft, ernsthaft. Ich bin mir aber auch sicher, ich bin früher nicht so oft überrascht worden. Also. Au. Ah. Dickes fettes Fuck you ewig an mich. Astounding! You actually made it through the labyrinth! Please. Brilliantly done! You are more than powerful enough to deal on equal terms with the demon world. Thank you, sir. But there is another issue, specifically the location of the Demon World entrance and how to open it. Both are closely guarded secrets, not to be shared freely with just anyone. As a rule, the Demon World entrance cannot be opened from this side. One may only open it if coming from the Demon World itself. There was once someone foolhardy enough to enter the demon world. He returned, albeit near death. His story revealed exactly how appropriate the term demon world really is. He said it was a truly frightful place, one that he could scarcely believe even existed. Do you still wish to continue? Yes, sir. Very well. Your Majesty, are you saying there's no way whatsoever to open the entrance from this side? Not as a rule, mind you. There are ways to break that rule, of course. After all, it was people on our side that first established a connection between our world and the demon world. On our side? Yes.
People call them the Old Race. I'm sure all of you have heard some tales about them. Their real name is the Mua. The Mua? Is that the same Mua as the name of the kingdom? Legend has it, they named the land they were created on after themselves. To put it another way, they first lived in the area now known as the Muan Kingdom. So they called themselves the Mua from the very beginning? Correct. Another legend says the Mua did not grow from children, but appeared on the land as fully grown adults. They were incarnated by the will of the gods, taking up the name given to them. So, they just appeared one day? That can't actually be true. The Old Race created a secret treasure and used it to open a gate to another world, the Demon World. What did they do that for? That sounds almost like suicide. Sadly, their motives have not survived in the legends we have today. The treasure they made is known as the Eye of Truth. It is said to be a gem, scarlet in color, about the size of your fist. The Eye of Truth. They say whoever holds it can look into whatever he wishes. I am familiar with the rumors, yes. I'm sure there are those who pin their hopes on the Eye of Truth, seeing it as the answer to all their problems. The Mua shared information on the whereabouts of the Eye with the royal houses of four kingdoms. That way, no one could get his hands on the treasure unless he learned the total sum of information that all four kingdoms received. So if there ever was some kind of emergency that required the use of the Eye of Truth, you'd need the cooperation of all four different kingdoms? Precisely. And since I have already shared all this with you, I now officially charge you with the top secret duty of finding and procuring the Eye of Truth. Minister, it is time. Yes, Your Majesty. Here you are. What's this? Carry this emblem with you and meet with the kings of each country. This emblem is proof that you possess the truth about the Eye of Truth. Come back here once you have gathered the information from the other kingdoms. Then, and only then, will I share with you our own nation's secret. I will also grant you this book of techniques. I hope it will aid you in your travels. I wish you the best of luck. Thank you, sir. What do you think about what the king had to say, Captain? I don't know. Those Mua are something, all right. The people that formed the Old Race, you mean? They sound a bit like this world's take on Adam and Eve, don't they? Yeah, I suppose they do. In a world like this one, where mystical power exists, as if it's nothing at all, the existence of gods may not be so strange either. And if you look at it from an Earth perspective, the way that the Mua simply came into being is not much unlike the way we just suddenly appeared in this world. At least, that's how people here would see it. True enough, but then again, this is a place where a demon world actually exists, where monsters exist, for that matter. Wouldn't take a major leap of faith to believe that gods exist, too. Well, I've lived on Earth all my life, and I've never run into anything like that. Yeah, well, neither have I, really.
while whenever people in the past encountered something they couldn't understand, they usually labeled it the work of the supernatural. If the event was a good thing, it was the blessings of the gods. If it hurt them, it was the cruel workings of demons and devils. That's right. That's how concepts such as religion and salvation came about. Agreed. Earth was no exception. Medieval Europeans used to tell tales of a monster that blinked into existence with a loud rumbling and burned away everything in his path with a flash of blinding light. Can you guess what that monster really was? What? Lightning. Oh. There's still a staggering amount we don't know about the universe we live in. What did they call it? Symbology? That healing power Millie has? It's a bit astonishing, to be honest. And yet I'm sure there's some way to explain it scientifically. You really don't believe the king, do you, Elia? Can you blame me? Not really, no. If I just accept all these supernatural beings and phenomena at face value, well, I'd feel like I'm betraying myself a little. True. We'd never advance as a civilization if we did that. Besides... Besides what? If you keep telling yourself that everything is a simple matter of fate, you start feeling like life itself is so trite somehow. Are you talking about your wife, Captain? Yeah. It was a disease with no known cause, Captain. I know it was a terrible loss for you, but there was nothing modern medical science could have done for her. Yeah. But you know, what if it turned out the symbology they have here was all they needed to cure her? I'm sure I'd be kicking myself over it for the rest of my life. Please don't do this to yourself, Captain. Remember the virus that Lazonia unleashed upon Planet Rogue? Millie herself told us that symbology couldn't do a thing to keep it from spreading. You can't torture yourself over it your whole life, Captain. But then again, I'm sure telling you that won't help much, will it? This journey's been an interesting one. If we keep it up, I'm sure I'll find the answer soon enough. But now we should hit the sack. All right. Good night, Captain. I'm sorry, Elia. Morning. Sleep well? Yes, very. Do you remember what we're supposed to do now? As long as we're all on the same page. No need to worry. Our task at hand is to visit the kings of each kingdom, right? Right. Don't forget to show them the emblem. Got it. Let's roll out. Okay. Und jetzt sind wir in einer Phase des Spiels, die ich gerne Backtracking Deluxe nenne, zum einen. Zum anderen haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedene Sachen schon mal zu triggern für das Ende des Spiels. Aber vor allen Dingen haben wir halt wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir holen uns jetzt alle Charaktere, damit wir die 8 haben, damit wir dann ein Team bilden können, damit ich nie wieder was anderes anfassen muss. Aber beim nächsten Mal erst. Roddick und seine Crew werden auch beim nächsten Mal versuchen, die Galaxie zu retten. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, hinterlasst ein Like. Und nochmal vielen Dank an meine Patreons für die gesamte Unterstützung. Ohne euch
würde ich immer noch LP'n, aber weniger glücklich.